Bundesparteitag der Piraten in Bochum. Wir haben, oder besser gesagt, ich habe die Ehre, den Bruno Gerd Kramm, momentan Kandidat fürs die Liste für das Europaparlament, also noch nicht drauf, kommt heute vielleicht noch, und Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion NRW, hier zu haben. Wir wollen mal wieder über TTIP reden, weil man kann nicht oft genug darüber reden, um bekannt zu machen, was dabei ist. Wir hatten schon mal mit beiden zusammen was gemacht, und es geht darum, jetzt mal so die aktuellen Entwicklungen nochmal abzufragen. Da hat das dritte Meeting der Verhandlungsführer im Geheimen in Washington stattgefunden, und dazu wollte Bruno was sagen. Ja, also das war jetzt Mitte Dezember, wo das wieder wie immer hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Eigentlich sollte ja schon das sogenannte Advisory Committee bekannt gegeben werden. Das Advisory Committee ist so eine Art kleines Alibi, um zu behaupten, man würde ja doch die NGOs mitnehmen und die Bürger. Es soll nämlich jetzt so eine Committee zusammengestellt werden aus NGOs, wobei natürlich da die Verhandlungsführer bestimmen, wer da teilnimmt, wer Teil dieses Committees ist. Also insofern werden da nur NGOs mitgenommen, die sich dann auch entsprechend ruhig verhalten, und die bekommen natürlich auch keine originalen Verhandlungspapiere. Aber es wurde was geleakt, das wurde uns zugespielt. Wir hatten dazu auch schon eine PM gemacht. Leider ist die Presse in der letzten Zeit noch nicht so richtig drauf angesprungen, obwohl dieser Leak, der nennt sich, klingt erstmal nicht besonders verfänglich, deregulative Kooperation. Dieses Papier gab es in einer ähnlichen Form schon vor einigen Jahren von der amerikanischen Handelskammer und europäischen Handelsverbänden. Daran sehen wir auch, wie stark diese Verbände bei der Durchsetzung ihrer Interessen sind, weil das ist schon einmal gescheitert und wird jetzt versucht, auf dem zweiten Weg durchzubringen. Was bedeutet diese deregulative Kooperation? Die bedeutet, dass bei gesetzgeberischen Prozessen zuerst einmal Konzerne angehört werden und die dann letztendlich schon im Vorfeld, bevor überhaupt Gesetzesinitiativen auf europäischer Ebene oder eben auf amerikanischer Ebene im Kongress anstehen, die erstmal überprüft werden, ob die den Konzernen, die davon betroffen sind, überhaupt gefallen. Das heißt, hier werden dann Gesetze, bevor sie überhaupt durch den demokratisch legitimierten Prozess gehen, erstmal von Konzernen geschrieben. Und das kann natürlich nicht sein. Also ein Verbraucherschutzgesetz kommt, das dem Konzern nicht passt, kann er einfach sagen, ja Jungs, nee, bitte nicht, und dann wird das direkt nicht mal in die, ich sag mal, zu euch in die Parlamente gegeben. Gut, du wolltest uns was erzählen darüber, wer die Verhandlungen für Deutschland führt. Also wenn ich nochmal kurz eindampfen darf, was Bruno gerade gesagt hat. Es geht eigentlich um einen erweiterten internationalen Lobbyismus, eine Form von Lobbyismus, die das Gleichgewicht zwischen staatlicher Regulierung auf der einen Seite und Marktfreiheit, was immer man darunter verstehen mag, in Richtung Markt verschiebt. Und man kann die interessante Beobachtung machen. Wir beklagen seit einigen Jahren in den europäischen Hochschulen, in den volkswirtschaftlichen Lehrstühlen eine Verarmung der sogenannten Modelle. Der Trend geht einfach in Richtung Lehrmeinung, ordoliberal bzw. neoliberal, noch etwas freier, was danach gekommen ist. Und genau solche Leute führen jetzt die Verhandlungen. Das heißt, wenn man Verhandlungen führt, möchte man natürlich, dass derjenige, der verhandelt für eine Nation, in dem Fall auch die deutschen Vertreter, die für Deutschland auf der EU-Seite stehen bei diesen Absprachen, dass die gewisse Dinge im Bewusstsein haben. Und da sehe ich schon eine Gefahr. Die Leute haben das gar nicht mehr im Bewusstsein. Es geht letztlich um eine Schaffung einer Marktkonformität, die im Endeffekt nur dazu führen kann, dass Verbraucherregulierung, Verbraucherschutz, Qualität von Produkten, dass nationalstaatlich sehr anspruchsvolle Regelungen zugunsten eines internationalen Minimalkonsenses ausgehebelt werden können. Und davon hat keiner was. Das beste Beispiel dafür ist, dass bei uns in Deutschland, in Europa chlorbehandelte Hähnchen verboten sind, in den USA schon. Und Kentucky Fried Chicken kann also demnächst, wenn das Abkommen zustande kommt, Chlorhühnchen in Deutschland verticken. Und das finde ich nicht so schön, schmeckt auch nicht. Da kann man übrigens wunderbar gleich auch noch einhaken. Gerade diese Verbraucheraspekte, die haben ja zwei Seiten. Einmal wollen wir natürlich einen starken Verbraucherschutz, keine Frage. Und dann gibt es aber große Konzerne, die ganz wesentliche Interessen haben. Wenn wir uns anschauen, was für ein langer Weg es war auf EU-Ebene zu Standards, für Kennzeichnungspflichten, für Hühnereier, zu hohen Standards zu kommen, dass das Legehennen nicht mehr auf so engen Batterien zusammen sind. Auf der anderen Seite, bei den USA ein Geflügelmarkt ist, der so hochprofessionell industrialisiert ist und so abgrundtief grausam ist, was Tierhaltung betrifft, weil eben wirklich industriell in einem Maßstab produziert wird, der für uns in Europa gar nicht vorstellbar ist. Und genau
Da möchte man natürlich gewisse Standards, eben zum Beispiel Chlorbleichen von Hühnchen, weil man eben vermeiden will, dass keine Keime irgendwie zum Verbraucher kommen. Aber genauso auch in der Milchproduktion, die auch hochindustrialisiert ist in den USA, wo Hormonmilch, also Hormone in der Milch drin sind, weil die Kühe Wachstumshormone bekommen, damit sie eben mehr produzieren. Und das sind, und daran sehen wir nämlich ganz klar, wir als europäische Gesellschaft, wir haben lange darauf hin gerungen, dass wir gewisse Standards haben, die uns als Verbraucher wichtig sind. Und die werden über TTIP quasi im zweiten Gang wieder zurückgenommen. Es wird die Möglichkeit geschaffen, diese Standards auszuhebeln, genau, weil über den Investitionsschutz Unternehmen aus dem Ausland, aus dem befreundeten Ausland im Rahmen dieser Freihandelszone eben die Möglichkeit gegeben wird, gegen bestimmte gesetzliche, bereits existierende Vorgaben zu klagen. Mhm. Und das ist eine eigentliche Katastrophe. Im Grunde genommen geht es dort nicht um die Frage, starker Markt, starker Staat, sondern ist, da die Staaten ja immer nur auf Territorien ihre Regeln durchsetzen können und nicht global, entsteht ein Ungleichgewicht. Es wird einen sehr, sehr starken Markt geben, der aber im Grunde genommen, was die Qualitätsstandards angeht, wieder sehr geschwächt sein wird. Ja. Denn die Gleichung starker Markt, schwacher Staat stimmt für mich nicht. Ja, wir brauchen einen starken Staat und einen starken Markt. Und da wären eigentlich einzelne bilaterale Abkommen und Schnittstellen zwischen Staaten, die dort miteinander Handel treiben müssen, zielführender und entsprechen eigentlich auch mehr dem piratigen Netzwerkgedanken als diese Vereinheitlichung mit der Holzhammer-Methode, die da jetzt ansteht. Gut, ich komme jetzt mal zur dritten Frage. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, werdet ihr da sehen. Du hast mir eben erzählt, es gibt einen führenden Wirtschaftsprofessor in Amerika, der sich jetzt auch gegen TTIP ausgesprochen hat. Wer ist das und was hat er gesagt? Also Joseph E. Stiglitz ist Nobelpreisträger für Ökonomie und Stiglitz spricht sich in einem langen Interview in Le Monde Diplomatique von amerikanischer Seite aus gegen TTIP aus und er fokussiert seine Kritik vor allen Dingen auf diesen Investitionsschutz, der es Unternehmen ermöglichen soll, zu klagen. Natürlich braucht ein Unternehmen eine gewisse Sicherheit, um auf einem nationalen Markt, auch auf internationalen Märkten agieren zu können. Die Bedingungen müssen nicht gleich sein. Es mag Unterschiede geben für die USA und für Europa, die haben wir ja jetzt, auch was unsere Qualitätsstandards angeht. Das Problem ist aber, Stiglitz sagt, die nationalen Rechte sind eigentlich als Schutz für ein Unternehmen aus dem Ausland auch ausreichend. Das heißt, ein amerikanisches Unternehmen, was sich hier ungerecht behandelt fühlt, kann ja vor einem deutschen Gericht klagen und wird nach deutschem Recht eben dann entsprechend wird der Fall behandelt. Anstatt das deutsche Recht im Level, in seinem Qualitätslevel im Anspruch oder das europäische zu senken auf ein Niveau, das für die Unternehmen so eine Gleichschaltung auf dem globalen Markt möglich macht. Da bin ich schon der Meinung, lieber mal ein bisschen komplizierter lassen das Ganze und dabei die unterschiedlichen Formen der Durchsetzung von Menschenrechten, die auf unserem Globus ist das so, das ist halt Fakt, das müssen wir anerkennen, die auch weiter zu erhalten. Eigentlich müsste ja das Ziel sein, die Standards überall zu heben. Da wäre ich dann wieder für ein Freihandelsabkommen. Ja. Aber unter diesem Vorzeichen werden die Verhandlungen leider nicht geführt. Um da noch einzuhaken, das ist genau der Aspekt. Die Forderung sollte eigentlich bestehen, dass wir in einer großen Runde, wie ehemals in der Doha-Runde, wirklich sämtliche Gesellschaften dieses Planeten zusammennehmen und gemeinsam Grenzen definieren, Dinge definieren, die uns wichtig sind. Was ich noch zu dem anderen Punkt sagen wollte, es gab zuletzt ja von Compact einen kurzen Vorstoß und daraufhin hat die Europäische Union unmittelbar reagiert und ich glaube, von der Kommission kam sofort ein Schreiben, wo sie versucht haben, TTIP als besser darzustellen, als es ist und versucht haben, die Compact-Initiative argumentatorisch auszuschalten, was aber falsch ist und in jeder Form auch nachzuweisen ist. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was das Konzernklagerecht betrifft, wo die EU jetzt behauptet, nee, das würde in der Form nicht stattfinden. Mhm. Wir sehen das in einer ähnlichen Form in Kanada. Da geht es um Fracking, große amerikanische Konzerne, die jetzt Kanada verklagt haben, weil Kanada dieses Fracking nicht zulassen will. Und genau hier gibt es mit den Generika. Ne? Mit den Generika, ganz genauso. Und das sind diese Aspekte, auch um noch kurz dabei zu bleiben, wie es verkauft wird innerhalb Europa. Wir werden in den nächsten Monaten eine massive Kampagne sehen, die pro TTIP gefahren wird. Ich habe hier zum Beispiel die Broschüre mir aus den USA kommen lassen, wie in den USA momentan TTIP verkauft wird. Da wird dann wirklich für jeden einzelnen Bundesstaat aufgelistet, was TTIP an Vorteilen bringt. Weil nämlich, und jetzt kommt das Spannende, viele von der Europäer denken ja immer, TTIP ist nur schrecklich für Europa, weil der amerikanische Markt
uns kaputt machen möchten. Nein, TTIP ist genauso schrecklich und gefährlich für die amerikanischen Verbraucher, weil es da ihrerseits ganz viele Aspekte gibt, wo die deutsche Industrie und deutsche Dienstleister Interesse haben, sei es die Automobilindustrie. Das ist einer der Gründe, warum die IG Metall sich übrigens momentan zurückhält, mit der Kritik gegenüber anderen Gewerkschaften, die sehr viel kritischer TTIP gegenüberstehen, weil natürlich die Metallindustrie ein großes Interesse hat. Mhm. Aber auch Konzerne wie T-Mobile, die wesentliches Interesse haben, und viele, viele andere Konzerne. Oder wir schauen uns die Finanzmarktregulierung an. In den USA ist eine viel restriktivere Bankenregulierung als bei uns. Das sieht man zum Beispiel an diesen vielen Klagen, wo Schweizer Banken in den USA, die Deutsche Bank verklagt wird und so weiter. In Europa gibt's diese Bankenregulierung in dieser Form nicht. Und natürlich versuchen die Europäer jetzt ihrerseits, diese laxe Bankenregulierung auch in den USA durchzusetzen. Es gibt in den USA viele Siegel à la Made in Delaware, Made in sonst wo. Die wollen die Europäer natürlich auch untergraben. Wir sehen also, ist die Steueroase im Übrigen. Ja. Also wir sehen, es ist in beide Richtungen. Es ist sehr tragisch. Und in den USA wird jetzt eine große Kampagne gemacht. Ich war zuletzt bei der Bertelsmann Stiftung, als der Senator Meeks und Congressman Meeks und Senator Murphy eingeladen waren, so als Vorhut für den Vizepräsidenten Kerry, der demnächst kommt, um zu werben für TTIP und natürlich auch zu gucken, wie schaut es im Zuge der NSA-Affäre so in Deutschland aus. Und denen ist noch gar nicht bewusst geworden, wie kritisch wir Europäer TTIP sehen. Die sind mir noch ganz offen. In dieser Podiumsdiskussion haben die das versucht zu verkaufen als Trade-NATO, Handels-NATO, mit der Argumentation, man glaubt's kaum, es ging leider viel zu wenig durch die Medien, ich habe es selber gehört. Innovation, Wachstum meinte, und Arbeitsmarkt. Noch viel schlimmer, er sagte, ihr habt als Europäer schon alle Vorteile der NATO durch diesen Sicherheitspakt. Wir können deswegen auch erwarten, dass jetzt eine entsprechende Handelsinitiative, und man höre, gegenüber den Evil States wie Russland und China zwischen Amerika und Europa entsteht. Wir sehen ganz klar, worum es hier geht. Mhm. Und in Europa versucht man es momentan, und dazu wird ja ein Papier geleakt von WikiLeaks, wo eine Promo-Strategie gezeigt wurde, die eben versucht, TTIP positiv zu verkaufen, weil alle wissen, damals ACTA ist ganz schön in die Hose gegangen. TTIP ist nichts anderes als so ein Zombie von ACTA. Ja, es ist wesentlich umfassender. Ist wesentlich ACTA, du hast vollkommen recht. Und das ist genau der Aspekt, wo sie jetzt versuchen, mit einer Marketingkampagne, wie dem Argument, jeder Haushalt hat im Jahr 500 Euro mehr, es wird mehr Jobs geben. Wenn man genauer nachforscht, stellt man fest, es wird Jobs mehr geben, ja, aber im Niedriglohnsektor, wo dann die Gesellschaften durch Aufstocker und Ähnliches letztendlich dafür die Zeche bezahlen, dass große Konzerne in den USA hier ihr Geschäftsmodell ausmachen. Haben sich eigentlich unsere US-amerikanischen Piraten da schon so positioniert? Na, nicht so wirklich. Weil das vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, darüber die US-Piraten ein bisschen zu stärken. Ja, ich hatte auch schon mal kontaktet, aber die sind noch nicht so ganz dabei. Wir machen jetzt mal ganz besonders. Also, wir haben jetzt hier schon 12 Minuten auf die Uhr. Das wird für so ein Informationsvideo ein bisschen zu lang. Deswegen blende ich jetzt aus. Ich bedanke mich bei euch beiden. Aber ich mache jetzt weiter, weil ich habe eben gesehen, wenn die beiden sich unterhalten, kommt sehr viel dabei raus. Ich werde das hier verlinken, was dabei rauskommt. Und deswegen nehmen wir jetzt weiter auf. Hier endet der normale Aufnahme. Und wer das Interessante andere sehen möchte, kann der Verlinkung folgen.